Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. What the fuck war denn das, Alter? Wurde ich gerade angeschossen? Nee. Wow. Okay, ich muss mir erstmal wieder an die Sichtempfindlichkeit angewöhnen. An die Sichtempfindlichkeit empfehlen, wollte ich gerade sagen. Warum auch immer. Okay, hier sind lauter, laute Geräusche. Das gefällt mir schon mal gar nicht. Auch wenn die hauptsächlich von mir kommen. Fuck. Der Parasit hasst drei Dinge. Den freien Markt, den freien Willen und freien Markt. Scheiße. Scheiß Pisse. Kann ich die Granaten jetzt eigentlich aufheben? Nee. 13 Dollar hatte der Kerl. Nice one. Sicherheitsalarm deaktiviert. Danke für Ihr Verständnis. Ich weiß zwar nicht wie, aber du hast es geschafft. Komm jetzt rüber nach Port Neptune. Einfach nur ein scheiß Schild. ein scheiß Ding jetzt benutzt. Scheiß Schalter. Leute, ich dachte gerade, das wäre Blut, Alter. Oder vielleicht ist es sogar Blut. Neptunes Bounty. Neptunes Bounty hört sich nice an. Wenn deine Plasmide ihre Wirksamkeit gegen stärkere Feinde verlieren, solltest du dich auf Suche nach besseren Versionen dieser Plasmide machen. Boah, nee, nicht schon wieder komplett dunkel. Holy shit, Smuggler. Heißt das Schmuggler? Jetzt hattest du das Vergnügen, Andrew Ryan kennenzulernen. Er hat das alles hier aufgebaut und er ist auch derjenige, der es zerstört. Niemand weiß, was genau passiert ist. Vielleicht ist er durchgedreht. Vielleicht ist ihm die Macht zu Kopf gestiegen. Vielleicht hat er sich einfach dazu entschlossen, seine Mitmenschen zu hassen. Wie auch immer, auf jeden Fall mussten gute Männer ihr Leben lassen. Meine Familie befindet sich in einem U-Boot, das unter den Fontaine Fisheries versteckt ist. Dort treffen wir uns. Leute, der einfach so random. Ah, hier kann man jetzt Plasmide tauschen, oder was? Hä? Was kann man jetzt hier machen? Plasmide geben dir die Kraft, die Welt zu verändern. Klicke, um zu sehen, welche du momentan installiert hast. Ja, wow, das weiß ich doch. Ach, kann ich hier noch... Ach so. Ja, kann ich hier so ein Slot freischalten? Nee. Ja, was bringt denn mir das jetzt hier? Ich würde gerne dieses Elektrozeug wieder reinballern. Vielleicht soll ich das auch. Ach, ich weiß nicht. Ab 12 Jahren aufwärts. Oh, ich weiß halt echt nicht. Ich meine, man braucht es schon irgendwie zum Hacken und so. Aber das Telekinese-Zeug, das braucht man wahrscheinlich safe auch nochmal. Oh, ich weiß halt echt nicht. Gut, dass die Musik nicht mega creepy ist. Na. Achso, wir müssen da hoch. Ah. Wir müssen da drüber klettern, ey. Junge, ich hänge halt irgendwo fest. Oh Gott, nein. Das ist natürlich... Was krabbelt da in meinem Garten? The fuck? The fuck? Leute, ist dann einfach mal hochgesprungen. Oh nice. 31 MG-Patrouille. Ich glaube, wir brauchen das MG bald. Aber wieso habe ich jetzt... Achso, man kann, glaube ich, noch maximal 31 haben. Warum kann ich die ganze Zeit nachladen, obwohl das Teil schon voll ist? Komisch. Ich wollte jetzt mehr Nahkampf, ehrlich gesagt, benutzen. Junge, Alter, wenn immer random irgendwelche Spasten anfangen zu reden. Oh Gott. Überraschungsangriff. Charm! 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 Fuck, habe ich ja gar nicht. Scheiße, was mache ich? Junge! Ich habe den dreimal angezündet. F. Alter! Verfickte Scheiße. Ich bin so schlecht in dem Spiel. Oh Gott. Verbrenne. Alter, ohne Scheiß, Mann.
Alter, what the fuck? Ah. Will der mich echt? Junge! Nietenpistole. Mr. Bubbles. Was machen wir? Ausbeuten oder retten? Wir beuten mal wieder aus. Ja, Alter, what the fuck? Ich zünd den halt viermal. Alter, der letzte war doch nicht so stark, oder? Der letzte war doch viel schwächer und außerdem hatte der keinen scheiß MG. Mr. Bubbles, Alter. Junge, Junge. Übrigens habe ich die Hure nicht einmal wieder gesehen. Was ist denn das? Okay, hätte ich mir denken können, dass es explodiert, wenn ich drauf hau. Da liegt ein Fisch. Achso, wartet mal, haben wir hier auch? Nein, 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 Pistole? Panzerbrechende Munition haben wir hier noch. Okay. Und ja, genau deswegen haben wir immer so wenig MG, weil ich die ganze Zeit mit Panzerbrechen schieße, ich Idiot. Okay, und bei Schrotflinte gibt es da auch ionischer Schrot. Was ist das, ionischer Schrot? Keine Ahnung. Ups. Oh, hier liegt aber was. MG-Patron, yeah. Scheiße, wie komme ich jetzt wieder hoch? Oh, fuck, nee. Och, nö. Och, nö. Oh, Mann, warum bin ich denn hier runtergegangen? Alter, du brennst. Will das Ding mich eigentlich verarschen? Holy shit, ey. Der hat natürlich nichts. Was ist denn das? Da hatten wir Blau schon? Ich glaube, wir haben kein Blau. Medical Expert verbessert ihre Verbandskästen, indem es Verletzungen mit verblüffender Geschwindigkeit heilt. Verwenden Sie Verbandskästen nie wieder ohne Ihren besten Freund, den Medical Expert. Nice. Easy fucking peasy. Wie kann eine Leiche eigentlich 24 MG-Patronen bei sich tragen? Was ist das? Ja, es ist schon sau nervig, dass ich MGs nicht mehr hacken kann. Also beziehungsweise nicht mehr kurz schließen kann. Das ist richtig scheiße. Vor allem, ich kann halt viel weniger looten, weil den Keller würde ich jetzt auch gerne looten, aber ich habe keinen Bock nochmal in das MG zu rennen. Weil es ja schon mega behindert, ey. Ja, da muss ich irgendwie mal... Ich weiß ja nicht, da stand ja, man kann neue Slots irgendwie freischalten oder kaufen. Aber wo denn? Da ist eine Genebank, vielleicht da. Oh ne, es ist wieder der Scheiß. Ja, wie sch... Ups. Wie schalte ich denn was frei? Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. I'm so fucking dead. Puh, hier kann man kurz verschnaufen. Ach du Scheiße. Hier gibt's eine neue Plasmid... Ach, Plasmid-Slot. Betäuben Sie Ihre Gegner mit 1000 Volt. Ein Stromschlag im Wasser ist verheerend. Yeah. Genau danach habe ich doch gefragt die ganze Zeit. Da kaufen wir gleich noch einen. Weil es kommt safe noch was Neues dazu. Und was machen wir dann? Winterblast. Lässt deinen Gegner an Ort und Stelle festfrieren. Zerschmettere sie in 1000 Stücke. Wem würde es nicht gefallen? Das hört sich nice an. Und ich glaube, das könnte man noch brauchen. Zieldummy. Du hättest wenig zusätzliche Gesundheit von Snacks und Bandagen. Ne, wir nehmen Winterblast, Alter. Oh yeah, Mann, jetzt geht's los. Jetzt wird geraped, ey. Oida. Liebe es. Verwirken, was machen? Hack mal die Scheiße. Kann das halt kaufen? Oh Gott, nein, das ist so schwer zu hacken. Scheiße, scheiße. Oh mein Gott. Oder auch doch nicht so schwer? Ich hab's. Aha! Lol. Puh.
Nice one. So, jetzt arbeitest du für mich. Alter, der Winterblast ist ja mal richtig geil. Wo? Ich will. Ach, der ist da drüben, glaube ich. Na, kaufen tun wir jetzt nichts. Oder Moment mal, wie viel Kohle habe ich eigentlich? $289. Kartoffelchips. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wir heben die erstmal auf, bis wir komplett leer sind. Irgend so ein Spasti wirft halt immer noch mit Granaten, Alter. Okay. Jetzt mal fertig. Ja, müssen wir da echt drüber klettern. Oh Gott. Was nehmen wir da? Nehmen wir Winterblast. Das interessiert halt keinen Menschen, von wem du dich abgewandt hast. Nein, der ist doch über mir. Hä? Wo ist der denn? What the fuck? Wer kann einer Dame einen Vorwurf machen, weil sie sich nach Abwechslung sehnt? Ist die nicht tot? Warum redet die noch? Und eines Tages haben sich die jungen Herren einfach gemeldet. Nee, die sind auch tot. What the fuck? Der Mangel an Erklärungssachen ist hier echt relativ nervig. Scheiße, da kommt man nicht durch. Klopfen, ja, wahrscheinlich. Oder vielleicht treffen wir jetzt auf den... Atlas hat mir schon gesagt, dass du gerne eine Einladung in die Fischfabrik hättest. Du spinnst wohl. Wenn du mir allerdings eine Forschungskamera aus dem Büro des Hafenmeisters besorgen könntest, würde ich das mit der Einladung schon hinkriegen. Was war das? Du sitzt in der Scheiße, mein Freund. Meine Jugend! Meine Blüte! Ich werde sie zurück! Ich werde sie zurück! Fuck! Ey! What the fuck? Ach so, das eine ist ihr Leben, das andere ist das Eis. Lol. So ist es ja mal ultra Tutorial-like. Oder auch nicht. What the fuck? Wo zum Teufel kommt die Kamera her? Ich habe seit 100 Jahren keine Kamera mehr gehängt. Schaffst du nicht. Sieh mal auf dem Förderband nach. Da findest du was, was dich wieder auf die Beine stellt. Lol. Schnapp dir die Kamera und fotografiere die Dinger, die an der Decke rumkrabbeln. Dann lass ich dich auch in die Fischfabrik rein. Und denk daran, mein Freund. Wenn es dir auch nur danach riecht, dass du was mit Fontaine zu tun hast, mache ich dich kalt. Atlas legt zwar seine Hand für dich ins Feuer, aber ich lass dich trotzdem nicht aus den Augen. Kapiert? Ah, jetzt ist offen. Lol. Tutorial. Müssen wir echt hier unten lang? Life. What the fuck? Na, ich glaube, wir kommen ja nicht weiter. Nee, da braucht man diesen schwulen Zahlencode. Ah, Hacken. Oh fuck, das ist so schwer. Fuck. Wir brauchen das da hier. Dann brauchen wir das, das. Und noch einen queren. Den da. Fertig. Nice one. Warum hänge ich eigentlich überall scheiß Leichen, Alter? Da wäre auch mal eine Erklärung ganz nice. Okay. Bibel? Schmuggler? Achso, das ist die Kiste. What the? Ach, der scheiß Fisch, Alter. Ich denke mir schon, ich höre doch die ganze Zeit Schritte, Alter. Dieser Drecksfisch.
Hey, egal, ich würde sagen, das war's für diese Folge von Bioshock. Hoffe, ihr enjoyed's. Wir kommen jetzt wenigstens weiter und bleiben nicht bei jeder Folge irgendwo hängen und kommen nicht mehr weiter. Ja. Aber das am Anfang, das mit dem Eis, Alter, das ist so simpel. Aber du musst echt erstmal drauf kommen. Das ist unglaublich, Alter. Das haben die echt geil gemacht, ey. Aber ich habe mir echt wie ein Vollidiot gefühlt, dass ich das im Internet gelesen habe, dass man das Eis schmelzen kann, ey. Na egal. Auf jeden Fall, danke fürs Einschalten. Macht's kurz rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.